Guten Tag, mein Name ist Frank Holzangroß vom Deutschen Journalistendienst in Reichenberg. Wir heißen Sie sehr herzlich willkommen auf der Reisemesse.de. Lassen Sie sich einfach verzaubern, lassen Sie sich überraschen, mit wie vielen unterschiedlichen Impressionen wir von dieser ITB zurückgekommen sind. Der FC Bayern will natürlich immer ein bisschen mehr, wie bei den Titeln, die wir gewinnen. Und so sind wir hier in dieser wunderbaren Bayernhalle, um das Ganze immer ein bisschen anzuschieben. Also wenn man nach Deutschland reist, hat man die Möglichkeit, eine große Bandbreite von Erfahrungen, von wunderbaren Städten und Gegenden kennenzulernen und vor allen Dingen, was sich durch das ganze Land zieht, sehr, sehr gastfreundliche Menschen. Sachsen ist das Kulturreiseland Nummer 1 in Deutschland und neben den kulturellen Angeboten haben wir eine wundervolle Landschaft zu bieten. Wir haben Qualitätstourismus im Freistaat Sachsen, wir haben Angebote für den Kulturinteressierten, aber auch für die Familie mit den Kindern. Wir wissen, dass etwa 40-50% unseres Publikums touristischer Natur sind in Dresden, weil so ein tolles, großes Opernhaus mit so vielen Vorstellungen in einer 500.000 Einwohnerstadt würden wir nicht immer besetzt bekommen, wenn wir nicht auch viele touristische Besucher hätten.